da habe ich, glaube ich, nichts dran verändert. Aber das sieht auf jeden Fall gut aus. Hier ist auch alles gut. Ja, ich bin zufrieden. Und wir brauchen Verkäufer. Ich meine, wir haben 11.000, das kann doch gar nicht sein. Mal, warum schluckt denn die Parkverwaltung so viel Geld? Also was muss ich denn dafür alles bezahlen? Ja, der Großteil ist Lohn. Okay. Müssen wir mal gucken, wo wir vielleicht ein bisschen was sparen können. Bedient Kunden. Verlässt den Park ist okay. So, hiervon. Sorry, ich brauche euch. Ich brauche nicht so viele, wenn ihr nichts macht. Hier machen wir immer nur zwei draus. Ja, obwohl, davon brauchen wir schon ein paar, weil die müssen ja die ganzen Sachen instand halten. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell gekündigt. Das ist mir so egal, dann kündigt sie halt, aber ich kann eine neuen einstellen. Was können wir denn noch drosseln in der Parkverwaltung? Darlehensrückzahlen könnten wir noch. Haben wir noch ein Darlehen? Nein, wir haben kein Darlehen mehr, ne? Doch, haben wir noch. So, jetzt haben wir kein Darlehen mehr. Das heißt, das beides geht jetzt auf null. Das ist echt anstrengend, immer das alles so im Blick zu haben, wer jetzt was dazu steuert und wer nicht, weil das ist. Keine Gäste ist zu wenig, eher. Machen wir es ein bisschen billiger. Die sind alle positiv. Das ist egal. Denn wenn es jetzt nur noch zu rasant aussieht, dann können wir machen. Dann können wir es auch schaffen, da wieder Leute reinzubekommen. Weißt du, wie geil mir das ist?
Hauptsache, wir kommen jetzt hier langsam nach oben mal. Aber es reicht nicht, ich bekomme keinen Profit. Das ist ja richtig furchtbar. Warum bekomme ich keinen Profit? Das ist inzwischen wieder voll. Das ist immer noch zu teuer. Ich muss die Leute einfach wieder in die Sachen reinbekommen, ne? Also gerade in das hier. Die Warteschlangen sind zu kurz. Ich brauche überall, also wirklich überall eine Schlange eigentlich. Techniker sind zufrieden. Ja, ich weiß nicht, was ich mit meinen Verkäufern machen muss, damit die zufriedener sind. Was soll ich denn noch alles tun in diesem Park? Kann ich hier noch was hinbauen? Weil da kommen dann ja wieder keine Leute hin. Es ist zu viel. Ich gebe zu viel Kohle aus für fucking Kosten. Voll aus. Hunger, Durst. Ja, soll ich da noch was hinbauen? Das ist die Frage. Aber dann gehe ich halt wieder das Risiko ein, dass da keiner hingeht, ey. Es ist so furchtbar, einfach alles, ne? Okay, hab eine Idee. Wir erstellen Arbeitsbereiche. So, und der eine Arbeitsbereich ist dieser hier. Ah, nee, nicht der. Der. Kann ich das wieder rausnehmen? Ich möchte das wieder rausnehmen. So, das ist der eine Arbeitsbereich. Und ich nenne ihn den hinteren Park. So. Nee, warte mal, ich nenne ihn Park Abschnitt 3. So. Und ich möchte, dass nicht ein paar Abschnitte. Oh Mann, warum habe ich denn jetzt ein paar Abschnitt genannt?
Arbeitsbereiche bearbeiten. Das ist natürlich Park Abschnitt 3. So, und in diesem Parkabschnitt hätte ich gerne dich und dich und meine Sicherheitsleute laufen erstmal noch so rum. So, dann schwierig. Kommt dieser Bereich hier? Das ist Park Abschnitt 2. In dem hätte ich gerne dich und dich. Ihr könnt mal rumlaufen, wo ihr wollt. Das ist, glaube ich, erstmal nicht so wichtig. Und dich und dich, weil das sind mit Abstand die meisten Karussells. Und auf jeden Fall dich. Sodass ich einen Sicherheitsbeamten habe, der nur für diesen Abschnitt fertig ist. Zuständig ist. So, dann machen wir den nächsten. Das ist ein sehr kleiner Abschnitt, ich weiß. Aber das ist Parkabschnitt 1. Ich habe schon wieder Paarabschnitt geschrieben. So, und in diesem Parkabschnitt hätte ich gerne auf jeden Fall einen davon. Und den letzten davon. Du bist frei beweglich und der andere ist im Hauptabschnitt tätig. Okay. So. Und jetzt ist die Frage, kann ich die beiden hier kündigen einfach oder eher nicht? Wir werden es sehen. Wir lassen es erstmal, weil wir bauen jetzt einen neuen Parkabschnitt. Wir haben genug Geld, ist mir vollkommen egal. Ich habe jetzt keine Lust hier ewig lange irgendwie einfach gar nichts zu machen. Wenn wir auch unseren Park erweitern können. Um einen Parkabschnitt 4 hier oben. Denn das Geld habe ich und für unseren Profit kann das eigentlich nur gut sein. Oh, wir müssen sogar nach oben. Die Frage, was bauen wir hier hin, hier oben, ne? Also gewiss Fahrgeschäfte. Und Fressbuden, würde ich sagen, können wir hier auch hinstellen, ganz gut, ja?
Und wir könnten noch eine Achterbahn bauen. Das meine ich ernst, könnten wir wirklich. Hätte ich mega Bock drauf, lass mal noch eine erforschen. Und das Ding erforschen wir auch und das auch. Let's go, wir machen einfach noch eine Achterbahn. Weil warum denn nicht? Wir könnten die Achterbahn bauen, die ich ganz am Anfang bauen wollte eigentlich. Vielleicht. Die hier. Aber wir können natürlich auch warten, bis wir das erforscht haben. Dass ich da erstmal noch Platz am besten, ja. Wenn der Profit anders nicht kommt. Wie geht's denn meinen Mitarbeitern? Hoch und normal. Ja, unterstützt du mal bitte deine Leute in zwei. So. Wie lange dauert die Forschung noch? Hier kommen. Hau rein die Achterbahn und hin könnten wir dann noch so eine Schiene bauen. Vielleicht, mal gucken. Dann bauen wir hier hinten noch einen Weg nach unten. Irgendwo. Jetzt wollt ihr mich doch verarschen hier, oder? Was sagt denn meine Techniker? Wie geht's denen denn? Alles normal, das ist gut. Oder drücke ich den monatlichen Profit jetzt einfach künstlich, weil ich hier forsche, etc. pp. Aber dafür darf mich das Spiel ja eigentlich nicht bestrafen, finde ich. Das wäre ja eigentlich super kacke. Jetzt komm schon hier ein bisschen schneller hier. Hopp, 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 hopp. Jetzt kann ich die Forschung auch einstellen. Und wenn da jetzt so ein Mist rauskommt, kann ich sie sowieso einstellen können. Aber machen wir dem Park noch einen vierten Bereich. Dieser hier, so ein Streifen wird das werden. Warum denn nicht? Habe ich mir gerade so überlegt, ne?
Was haben wir hier jetzt Schönes? Irgendeine Piratenszenerie, das ist okay. Komm schon, 15 Tage noch. 14. 13. 12. 11. 10. Countdown hier. Ein bisschen langsam der Countdown, ich gebe es zu. Es ist nicht so ganz im Sekundentakt, ne? Oh Mann, da haben wir einen ganz schön großen Park gebaut mit drei Achterbahnen hier, aber ist egal. Die Frage ist, was bauen wir jetzt noch für eine, ne? Ich bin fast dafür eine ohne Überschlag, weil wir haben ja jetzt schon so viele mit Überschlägen gebaut. Aber mit Überschlag ist immer relativ einfach für den Nervenkitzel. Mal gucken, kommt doch mal, was das für eine ist. 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Und, was haben wir für eine? Oh, ich glaube, die mag ich nicht. Nee, die mag ich nicht so. Ja, dann bleiben wir hierbei. Hallo. Dankeschön. Darf ich hier vorne weiter bauen? Nein. Wow, fast beschleunigst du. Aber das ist okay. Bekommen wir so eine Rolle nach unten hin? So ein. Nee, nicht so ein. So ein. Ich bin ehrlich, fände ich an sich ja ganz cool. Das Problem ist nur, dass es wahrscheinlich maßlos zu groß sein wird in beide Richtungen, ne? Warte mal, vielleicht kann ich da was machen. Dem wir die Schiene verschieben. Gekonnt.
Warte mal. Das ist nicht so einfach irgendwie. Ups. Sag mal.